Der Titel verrät es, ich bin wohl ein wenig dreist. Was das jetzt heißt, warum ich jetzt dreist bin, das möchte ich euch in diesem Video erzählen. Also bleibt dabei. Ja, was meint denn die Amanda mit der Kerl ist dreist? Also, ich habe das ja schon von Anfang an gesagt, so ein Hobby ist nicht ganz günstig und das muss man irgendwie refinanzieren. Und ja, wie macht man das? Ich würde sagen, mit Werbung. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Wir blenden es mal ein, weil ich war wirklich ein wenig dreist. Ich habe den Dennis von Aqua Kallax, ich habe schon die Leichtbox von ihm hier vorgestellt, angeschrieben und habe gesagt, ich habe ein kleines Projekt vor. Da bräuchte ich was für. Und die Qualität und der Kundenservice hat mich halt schon überzeugt bei dem Kauf von der Leichtbox. Und da war ich echt dreist und habe dann ganz dreist gesagt, ich hätte da gerne eine Kleinigkeit, ob er sich das vorstellen könnte, dass er mir das sponsern würde. Und das hat er jetzt wohl getan. Es ist ein Paket angekommen und das möchte ich mit euch gerne auspacken. Also nochmal, ich habe dafür wirklich nichts bezahlt. Also es ist wirklich reine Produktplatzierung, nur damit ihr es wisst. Aber ich werde der Sache kritisch gegenüberstehen. Das habe ich mir so vorgenommen, weil sonst macht das für euch keinen Sinn. Ich möchte da eine ehrliche Produktinformation geben und das geht nicht, wenn ich da jetzt sage, das ist das tollste Produkt und so weiter. Also wir werden uns das zusammen angucken. Ich habe das Paket auch noch nicht aufgemacht. Also ich habe keine Ahnung. Das kann jetzt auch völlig in die Hose gehen. Aber gut, wir werden mal das Paket öffnen und dann schauen wir mal, was da drin ist. Und dann erkläre ich euch, was ich damit vorhabe. Da ist das Paket. Da wollen wir doch mal reinschauen, was uns der Dennis hier eingepackt hat. Aha, aha. Also, das ist eine Filterbox. Ich glaube, im Englischen nennt sich das Undergravel Filter, wo man halt einmal die Filtermatte nutzen kann. Und wenn man will, kann man hier Soil einfüllen. Und das ist meine Idee, dass man eventuell das so nutzen könnte. Was ich damit vorhab, zeige ich euch gleich. Und hier ist ein kleiner Aquael als Pumpe drauf. Ja? Das können wir dann noch anbringen. Super. Also vielen Dank. Er hat gesagt, er hat noch was anderes eingepackt. Ich bin mal gespannt. Ach hey, was hat er denn hier? Also ich habe jetzt keine Ahnung, was jetzt hier kommt. Ich hoffe nicht, dass es jetzt peinlich für ihn oder für mich wird. Aber das ziehen wir jetzt durch. Wie cool ist das denn? Ja, super! Der Kerl ist der Wahnsinn, guckt euch das an! Ach, ist der super! Also tausend Dank! Das ist ja klasse! Ach, das freut mich! Da hast du mir echt einen Gefallen mitgetan, weil ich habe nämlich vor geraumer Zeit mal geschaut, ob man irgendwie sowas sich machen lassen kann. Das kann man ja so mit ein bisschen Beleuchtung im Hintergrund machen, wenn man möchte. Oh, wie cool. Also, tausend Dank. Da hast du mir wirklich eine Freude mitgemacht. Vielen lieben Dank. So, und jetzt wollen wir mal gucken. Ich kann mal gar nicht satt sehen. Komm, ich zeige euch das nochmal. Ist das cool? Das ist super cool. Sogar mit dir. Oh, herrlich. Also, super. Tausend Dank. Und jetzt gucken wir mal, was wir damit, also nicht damit vorhaben, weil das war ja nicht geplant, aber was ich mit der Filterbox vorhabe. Es geht hier um meinen 30 Liter Cube.
Und zwar habe ich die ganze Zeit überlegt, als ich mir die Garnelen geholt habe, da hat mich so ein bisschen der Ehrgeiz gepackt. Der hatte so tolle Aquarien mit Garnelen. Das war einfach nur der Wahnsinn. Und da habe ich gedacht, vielleicht schaffen wir es ja sogar mal, Caridina-Garnelen hier zu halten. Aber da habe ich jetzt überlegt, weil ich vom Prinzip her immer mit dem Soil so mein Problem habe, so nach dem Motto, ich möchte nicht jedes Jahr hier oder alle 2 Jahre den Bodengrund austauschen. Und jetzt habe ich durch Zufall im Internet auf YouTube bei einem gesehen, oder es machen auch mehrere, diese Filter, die ich gerade hatte. Und der hat dann einfach in diese Filterboxen den Soil reingetan und hat quasi als Bodengrund etwas anderes, also nicht Soil, nichts, was sich verbraucht, oder der hatte sogar teilweise gar keinen Bodengrund drin. Und jetzt habe ich mir halt gedacht, wenn man so eine Filterbox in die Ecke stellt, dann kann man, sobald der Soil aufgebraucht ist, die Filterbox entfernen. Und somit könnte man sich wahrscheinlich hier die Arbeit sparen, beziehungsweise man könnte einfach die Filterbox entnehmen, den Soil dann leichter austauschen. So ist der Plan. Heißt, das Becken müssen wir erstmal leer machen. Die Medakas dürfen wieder umziehen, also gibt es wahrscheinlich ein großes Abfischen 2.0. Das erste Video zum großen Abfischen verlinke ich euch noch gerne nochmal im Eck. Da habe ich ja die Perlhuhn-Werblinge abgefischt. Jetzt müssten die Medakas weichen. Platz habe ich und dann müsste das Becken entleert werden. Da sind noch jede Menge Garnelen drin, die würden auch mit umziehen. Und dann wird es einmal aufgearbeitet. Soweit der Plan. Und dann würde ich sagen, und dann gehen wir nochmal ins Studio, um das alles zusammenzufassen. Und ich möchte euch noch ein paar Fragen stellen, weil da brauche ich wirklich eure Hilfe. Ich kenne mich da nicht wirklich aus. Und wenn ich das jetzt hier schon neu gestalte, dann möchte ich das auch ordentlich machen. Und ich denke, der ein oder andere wird damit Erfahrung haben und kann mir da bestimmt helfen. Also, bis gleich. Ja, also, es heißt für euch, ich habe euch ja jetzt aufgezählt, was ich mir vorstellen könnte mit diesem Aquarium, mit diesem Filter. Also, was denkt ihr? Eher auf Neocaridina, also sprich, wir nutzen den als normalen Bodenfilter und versuchen da mit meinen Wasserwerten einen vernünftigen Stamm zu ziehen. Oder, was mich auch reizen würde, wäre mal Caridina, die habe ich noch nie gehabt, weil ich mich einfach nicht rangetraut habe mit den Wasserwerten. Aber es sollte ja mit dem Filter machbar sein, dass ich das Wasser bzw. den pH-Wert so weit drosseln kann über Soil. Und ja, schreibt doch mal in die Kommentare. Was mich dann auch noch interessieren würde, ich habe das jetzt immer öfters gesehen bei den ganzen Informationsvideos, die ich bei YouTube gesehen habe, wie das optisch wirkt. Also die Tiere, dunkle Tiere auf hellem Grund wirken anders als dunkle Tiere auf dunklem Grund. Heißt, wenn ich da jetzt einen Bodengrund einbringe. Welche Tiere würdet ihr mir empfehlen, optisch und auch vom Stamm her, wie sie heißen, und dementsprechend welchen Bodengrund? Ihr habt da einfach mehr Erfahrung, ich habe nämlich keine. Ich habe jetzt nur mitgekriegt bei meinen roten Garnelen, die ich da jetzt habe, dass die auf dem schwarzen Untergrund wirklich gut wirken. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dunkle Tiere zu nehmen auf einem hellen Untergrund. Also, ab in die Kommentare damit, ich würde mich freuen. Vielen Dank. Bis demnächst.